Hallo und herzlich willkommen zu MyBGL vor Ort, heute aus dem Bundesverkehrsministerium. Hier fand heute der Fachkräftegipfel statt, zu dem Verkehrsminister Dr. Volker Wissing und sein parlamentarischer Staatssekretär und Koordinator der Bundesregierung für Güterverkehr und Logistik, Oliver Luksic, eingeladen haben. Und bei mir stehen Ramona Sabelos, Vorzeigeunternehmerin und Präsidentin des Brandenburgischen und Berliner Landesverbandes LBBV. Hallo, Frau Sabelos. Und Professor Dr. Dirk Engelhardt, BGL-Vorstandssprecher. Frau Sabelos, was haben Sie dem Staatssekretär und auch dem Minister heute mit auf den Weg gegeben? Wie kann man dem Fahrermangel entgegenwirken? Was muss alles getan werden? Ich habe heute mich bemüht, praktische Weisungen zu geben und Informationen über den Alltag eines Fahrers zu geben, vor allen Dingen die Rampensituation, weil ich der Meinung bin, dass im Fernfahrbereich eine Rampenentladung durch die Fernfahrer nicht mehr zu vereinbaren ist mit den Arbeitszeiten und den Anforderungen an den Beruf und um den interessanter zu machen, auch letztendlich einige Hürden abzubauen, ob es bürokratische Hürden sind mit der Berufskraftfahrerqualifikation, ob es die besseren sanitären Ausstattungen der Rasthöfe sind und auch die hohen Kosten dort, die für die Fahrer fürs Duschen und Essen dort anfallen und verschiedene andere Dinge. Und ich glaube, ich bin da ganz gut durchgedrungen. Das klingt ja schon mal gut. Durchdringen ist ja immer wichtig bei der Politik, damit am Ende auch was passiert. Herr Professor Engelhardt, was haben Sie dem Minister und auch dem Staatssekretär auf den Weg gegeben und hatten auch Sie den Eindruck, dass das angekommen ist, dass es jetzt endlich vorangeht bei dem Thema? Es war natürlich ein weiterer Gipfel und man wird irgendwie langsam der ganzen Sache müde. Aber natürlich haben wir auf der anderen Seite eine neue Bundesregierung und deswegen sind wir sehr froh und dankbar, dass wir das Thema Fachkräftemangel nochmal aufgegriffen haben. Wir haben neben den Aussagen von Frau Sabelos, die sehr deutlich und den Bezug zur Praxis hergestellt haben, nochmal deutlich aufgefordert, dass endlich die Regierung anfängt zu handeln. Wir brauchen Lösungen, wir brauchen keine Lippenbekenntnisse. Es gibt viele Stellschrauben, die zu betätigen sind. Und ich hoffe, dass die Politik jetzt verstanden hat, es ist 5 vor 12, eigentlich 3 vor 12, dass wir jetzt schnellstens in diesen Punkten weitermachen, um den Fahrermangel mit allen Maßnahmen zu bekämpfen. Dankeschön. Also wir haben es gehört, es wurde genug geredet, jetzt muss gehandelt werden und alle setzen darauf, dass die Bundesregierung jetzt schnell ins Handeln kommt.